Als Spitzenkoch möchte ich meinen Gästen, besonders zum Valentinstag, was Spezielles, was Besonderes bieten. Dazu brauche ich frische Zutaten, harmonische, aromatische Gewürze in bester Qualität. Die sollten untereinander harmonieren und zu meiner Rezeptidee passen. Mein Name ist Jakob Hausmann und heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit Mix & Joy Valentinstag von Fuchs ein harmonisches, aromatisches Essen aus Lachs und Panna Cotta für Ihre Gäste zubereiten. Mein Motto ist heute: Liebe geht durch den Magen. Mix & Joy Valentinstag von Fuchs enthält Gewürze, die miteinander harmonieren und deren Aromatik, Farbe und Wirkungen irgendwie mit Liebe und Zuneigung zu tun haben. Anissamen duften süßlich nach Lakritz, Nelke und Fenchel und sie sind verwandt mit Kümmel und Dill. Kerbel, sein Duft ist süßlich würzig, eigentlich verwendet man ihn frisch. Nur für Mix & Joy haben wir ihn schonend getrocknet. Kurkuma, sie kommt aus Indien und ist in jedem Curry enthalten. Das in ihr enthaltene Kurkumin färbt Speisen gelb und ist dazu auch noch gesund. Lavendelblüten verströmen einen intensiven Duft nach Rosmarin, Bergamotte und Maiglöcklein. Wegen ihres starken Aromas sollte man sie sparsam dosieren. Rosa Beeren, sie verbinden einen bittersüßlichen Geschmack mit Aromen von Wacholder und Baumharz. Ihre Heimat ist Brasilien. Kardamom wirkt aphrodisierend. Nadelholz, Zitrus, Minze sind bestimmende Aromen im Duft von Kardamom. Lass uns gemeinsam kochen. Ich erwärme die Pfanne, gebe die Sahne dazu, den Frischkäse und den Champagner. Das Ganze werde ich dann verrühren zu einer cremigen Soße, wo ich dann die Gewürze beigebe. Kardamom passt auch ganz gut zu Früchten, Wurzelgemüse, Huhn und festem Fisch. Anissamen passt auch sehr gut zum Gebäck, hellem Fleisch sowie Fisch und Meeresfrüchten. Kerbel, mit ihm würzt man auch Fisch, Soßen und Salate. Kurkuma ist im Basisgeschmack eher bitter und harmoniert so mit der Süße der anderen Gewürze. Die Gewürze vermische ich in der Soße, nach Abschmecken mit Salz und Pfeffer habe ich die Grundlage für meinen Lachs, um ihn zu übergießen. In einer Glasform werde ich mit Butter einen Boden streichen, den gereinigten Lachs reinlegen, würzen mit Salz und Pfeffer und wenn Sie ein spezielles Zitronenpfeffer haben, schmeckt es sehr fein. Geschnittene Frühlingszwiebel darüber, mit der Soße napieren, das heißt die Soße über ein Sieb dazugeben. Dann gebe ich die Glasform in den vorgeheizten Ofen, 175 Grad, für ca. 20 bis 25 Minuten. Das gibt mir Zeit, den Reis zu kochen. Dazu benutze ich einen Gemüsefond und nach Aroma und Geschmack etwas Lavendelblüten. Den Wildreis dazugeben und ihn nach Packungsanweisungen gar kochen. Wenn er gar ist, wird er abgegossen, in eine Glasform gegeben, mit Butter vermischt und in den Ofen geben, wo er trocknen kann. Für die Karotten erhitze ich die Pfanne. Gebe eine Prise Zucker dazu, etwas Butter, lasse es karamellisieren und der rote Pfeffer ganz beigegeben. Das wird ganz kurz angedünstet, die gar gekochten Babykarotten darin geschwenkt, aromatisiert. Wir nehmen den Reis und den Lachs aus dem Ofen und richten den Teller an. Dazu mache ich ein schönes Lachsstück drauf, der Reis dazulegen und die Farbe mit den Karotten, etwas Butter und Pfefferkörner nappieren. Ich wünsche euch einen guten Appetit und genießt es. Für die Panna Cotta brauche ich Gelatine. Die Gelatine weiche ich ein in kaltem Wasser. Die braucht etwa 5 Minuten. Ich erhitze die Pfanne, gebe die Sahne und die Milch dazu. Dazu den Zucker und natürlich die Vanille. Die halbiere ich, kratze das Mark raus, gebe das Mark und die ganze Vanille in die Milch
und lasse es aufkochen. Nachdem die Milch aufgekocht ist, gebe ich die Gewürze dazu. Anisamen, Kardamom. Den Lavendel gebe ich absichtlich am Schluss dazu, damit ich nicht allzu starken Aroma habe und es kontrollieren kann. Die Gelatine wird ausgedrückt, beigegeben und das Ganze wird nochmal erwärmt, umgerührt. Die Panna Cotta fülle ich in gekühlte Gläser ab, für Portionen so 150 ml. Mache das auf ein Tablett und bringe das in den Kühlschrank, weil sie zwischen 3 und 4 Stunden brauchen, bis sie schön ausgekühlt sind. Für die Schokoladensauce nehme ich eine kleinere Pfanne. Bei kleinem Feuer gebe ich die Sahne bei, dazu die Schokolade, die ich gebrochen habe. Die Pfefferkörner, die werden in einem Mörser zerkleinert, damit sie mir die vollen Aromas geben. Die werde ich der Schokoladensauce beigeben und das Ganze zu einer cremigen Soße ziehen lassen. Ist die ganze Schokolade cremig und geschmolzen, dann lasse ich sie durch ein Sieb in ein anderes Glas gleiten, damit der Pfeffer entfernt ist. Die Schokolade wird ausgekühlt, das gibt mir Zeit, um die Mandeln zu rösten. Ob Mandelsplitter oder Mandelblättchen, ich mache sie in eine beschichtete Pfanne ohne Fett und lasse sie rösten. Ich stelle sie beiseite, damit sie sich etwas abkühlen können. Das ist die Zeit, wo die Panna Cotta nach 4 Stunden fertig ist. Ich mache mir auf den Teller einen Schokoladenklecks und dann ist die Dekoration so gefragt wie die Kreativität. Die Panna Cotta mache ich schnell 10 Sekunden, 20 Sekunden in heißes Wasser, damit sich die Gelatine löst. Mit einem Messer ausschneiden und dann auf den Teller mit einem Schokoladenklecks garnieren. Dazu gehört eine Himbeere, eine Mente und dazu natürlich die Mandelsplitter, die ich darüber gebe. Ich wünsche euch mit dem Süßen guten Appetit. Mit Mix & Joy Valentinstag von Fuchs kreierst du vielleicht das kulinarische Vorspiel zu einem romantischen Abenteuer. Alles Liebe!